Hallo zusammen, JG Bonsai. Neues Video, kurzes Video, nur ein Update. Ich wurde mehrmals gefragt, ob ich kurz die Lärche zeigen kann. Sehr wahrscheinlich, weil ja die frisch gedüngt wurde mit C4 Bionic, irgendwie 2 Tage nach dem Umtopfen und dann 2 Wochen später gleich wieder. Und sehr wahrscheinlich ist ein bisschen die Frage, wie es ihr geht. Und ja, ich wechsle kurz die Perspektive und zeige, wie es der Lärche geht, wie es den anderen C4 Bionic Bäumen geht und kurz, was als nächstes Video kommt. Bis gleich. So, hier wäre die Lärche. So geht's der Lärche. Ihr seht, es geht hier prächtend. Super. Intensives, schönes Grün. Ja. Gesundes Grün, so wie es sein muss. Hier unten ist ein Shishigashira, der frisch am Kommen ist. Da kommt eine japanische Ulme. Treibt überall. Hä? Der Feuerahorn. Die Farbe vom Blatt. Hä? Dreispitzahorn. Feldahorn, der kommt. Hä? Und der hier, der hat schon ein richtiger Busch. Mal schauen, hä? Muss schon bald geschnitten werden. Hier noch meine Kehrbuche. Noch die Blätter dran, die werden jetzt dann auch weggenommen. Carpinius coreana, die Farbe vom Blatt. Ja, und solche Resultate erreicht man halt wirklich, wenn man den Kühlschrank füllt und dann mit gesunden Sachen eben. Die einheimische Lärche, die ist später dran, hä? Und jetzt gehen wir mal kurz schauen. Bei diesen 3 Bäumen habe ich die Blätter weggenommen. Und wenn man jetzt sieht, was er hier gebracht hat an Knospen. Das ist genau das, was wir erreichen möchten, oder? Vor allem bei Bonsais. Oder Bäume, die im Aufbau sind, die man noch am Definieren ist, was genau, welche Äste sind die zweite, die dritte Ebene und etc. etc. Da brauche ich wirklich viel Material, damit man wirklich eine gute Struktur dann auch aufbauen kann. Bei diesem habe ich auch die Blätter weggenommen, bei meinem kleinen. Da, der ist ganz klein, he? Man sieht. Und das ist das, was ich eben meinte, solche Resultate, die hatte ich eben nicht mit dem anderen Dünger. Und es ist halt einfach schon extrem. Da verdreifacht man natürlich die Resultate. Hier die Rotbuche. Ist ein Igel, also und solche Resultate, die hatte ich definitiv nicht vorher mit diesem Baum, als ich noch das andere Dünger brachte. Also das ist unglaublich. Also er hat die Energie eben alles aufzubauen, was er nur kann, und ihr werdet dann auch sehen, die wird er auch alle öffnen. Also der Dreispitz und der da hier, wie ihr seht, hä? Wie ihr seht, wie die Knospen sind. Der ist jetzt soweit,
und den werden wir als nächstes zusammen umtopfen. Der kommt weg, raus von dieser Schale und kommt in eine ovale Schale. Aber ja, das ist in einem separaten Video. Und der hier muss auch umgetopft werden. Ihr seht, ja, man sieht es, glaube ich, hier. Ja, das werden die nächsten Videos sein. Und ja, bis dahin wünsche ich allen natürlich viel Frieden, bessere Zeiten, bleibt alle gesund, passt auf euch und auf eure Bäumchen auf und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.